Aber wieder da. Letztes Mal sind wir ja bei diesem Spiel stehen geblieben. Und da geht es jetzt auch wieder eiskalt sofort weiter. Och, ey Gott, das hat gerade gewechselt. Und jetzt kann der hier die ganzen Dinger auffressen. Unfair. Fängt schon wieder super an hier für mich. So, und jetzt die roten wieder. Hier die Jublis, Jumblies. Jibilibilibilibis. Ja, und ich fresse jetzt einfach alle von der Nase. Oh, weg, wollte ich eigentlich gerade sagen. Mann, und jetzt wieder die hier und erstmal natürlich wieder viel besser dran hier, aber jetzt kommen die bei mir auch wieder auf. Das ist schon mal gut. Und jetzt brauche ich so einen. Komm schon. Man könnte ich gewinnen. Das wieder tauscht. Nein, fress den nicht. Okay, ich habe gewonnen. Yeah. Aber ich habe noch nie verloren. Du sollst deine Belohnung haben. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten 3 Spiele gewinnen, um 3 extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eins deiner Leben. Drücke A, um zu spielen, oder B, um die Fliege zu machen. Ich habe keine Lust darauf. Weg hier. Machen, hahaha, du scheinst ein echter Hasenfuß zu sein. So. Mit diesen letzten paar Worten gehe ich aus dieser Welt heraus. Aber nur anfänglich, denn ich muss gleich nochmal rein, weil ich habe natürlich vorher mal wieder was vergessen. Das passiert mir doch sonst nie. Naja. Ich muss jumpen und fressen und jumpen und fressen und jumpen und fressen und jumpen und fressen. Ich muss gleich nämlich noch was ganz Besonderes machen. Erstens muss ich die nächste Welt muss ich freischalten und zweitens noch was ganz anderes tun. Wow, und weg damit und wow, wieder draußen und wie besser in dieser Welt sind jetzt 100 Noten. Ja, ich weiß, weil ich so super bin. Und ich muss nämlich noch kurz hier raus. Als Krokodil muss ich nämlich erstmal wieder wegverwandeln, falls man das so sagen kann, wegverwandeln. Um mal mir gleich aus. Ja, ich weiß, also ich muss gleich nochmal zu dir. Zauber alle. Bären und Vögel sind so dumm. Laufen nur im Kreis herum. Du bist fetter als ein Walross und der dümmste Endboss. So, gegeben. Ich muss kurz da hinten jumpen, weil da mehrere Sachen sind, die wir machen müssen. Erst ein Cheatbuch, wo wir Cheats eingeben können bei der Treasure Trove Cove. Bei dieser Burg da oder was das ist. Und man kann die nächste Welt freischalten, wie ihr schon seht. Eine Schneewelt. Ist das nicht schön? Oh, ein riesiger Schneemann. Wer den wohl gebaut hat. Lalalala. Yeah. Freezy Peak. Freezy. Oder wie man es auch immer ausspricht. Wir müssen noch eben schnell da hoch. Denn wir müssen das Ding hier kaputt machen. So. Aber jetzt können wir nicht da durch, weil das zu eng ist. Und da müssen wir jetzt nochmal mit dem Krokodil hin. Aber vorher muss ich mal kurz da oben hier durch. Ey. Ey, da oben sind doch drauf, ey. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Junge. So. Dann nehme ich die Gummistiefel drauf. Jetzt muss ich eben schnell wieder zurücklaufen, weil sonst sterbe ich hier so. Aber ich sehe gar keine Piranhas drin. Das war voll die Verarsche. Nein, ich will da noch drauf. So. Oh. So, ich will schneller rein. Wir sammeln erst gar nichts ein. Wir gehen sofort durch zum Moment durch. Wir haben ja wirklich alles da. Von allen Honigwaben und allen Noten und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir ganz schnell zum Mumbo, damit wir das noch eben machen können. Ja, ich will keine Noten einsammeln. So, deswegen mache ich das auch erst gar nicht. Boah, scheiße, doch eine eingesammelt. Wo geht's lang? Nein, da geht's nicht lang. Hier geht's natürlich lang. Nein, hier geht's auch nicht lang. Scheiße, wo geht's lang? Ah, da geht's lang. Und jump und jump. Jump, jump.
Komm schon. Wir müssen noch ein paar andere Sachen machen. Lop. Und schnell, Kazumi, lauf. Du durch das Minecraft-Labyrinth. Wir haben wirklich Nachbarn. Sind, passt perfekt, sind eckig und alles. Naja, egal. Aber das passiert jetzt erstmal nicht. Mein Bruder macht ja Minecraft, nicht ich. Also, durchlaufen. Ich mache das Banjo, Banjo Power. Jump. Ja, tick. So, wieder neu anziehen. Und wieder laufen. Und dann sind wir auch schon bei Mumbo und können direkt dahin. So lange hat es gar nicht gedauert, wie ich anfänglich erwartet habe. So, schnell da rein. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, keine Stiefel mehr. Doch, habe ich. Oh. Ey, du, verwandel mich. Yeah. Hubida. Okay, kommt jetzt. So, ja, toll, Mumbo. Ich habe aber keine Zeit. Also weg hier. Diesmal sind wir zum Glück keine Waschmaschine geworden. Ist ja gut, ne? Waschmaschine ist so voll uncool und so. Geh weg. Boah, weggebissen. So, und jetzt eben, da tut ihn ja nicht weh. Ich glaube, keinem der Verwandlungen tut es weh, wenn er von irgendwo weit runterfällt, von irgendwo weit oben. Aber Benjo natürlich schon, also Benjo ist eben voll als Weichei. Krokodile, ganz, ganz klein Krokodil, eben viel mächtiger. Oder Termiten. Mehr verrate ich erst gar nicht. Nein, ich stehe jetzt später noch ein paar andere Verwandlungen. In dem Spiel gibt es leider nicht so viele. Muss ich leider sagen, es gibt zwar schöne viele Welten, die alle auch ziemlich schön sind, aber es ist trotzdem relativ kurz das Spiel. Es gibt eben nicht so viel Verwandlungen. Was ich ziemlich schade finde. Ja, im zweiten Spiel gibt es, glaube ich, es gibt in jeder Welt eine Verwandlung. Das finde ich besser. Zum Beispiel am Strand hätte man sich in so eine Muschel verwandeln können, da noch irgendwas machen oder so. Das wäre doch auch cool gewesen. Oder hier, irgendwie dann zu so einem Fisch oder irgendwas Artiges, was schwimmen kann bei der Welt da, beim Müllsack kleinerer. Obwohl, nee, da hätte man nicht unbedingt einen gebraucht. Egal, ach, das hatten wir ja schon. Das ist voll Idiot. Wollen wir da oben hin? Jump. Da rein. Komm schon. Du schaffst das. Oh. Und da ist es. Ich bin Cheeto, das mag ich in Zaubermut. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlauschtes Buch. Sonst trifft dich mein böser Fluch. Diese Hexe hat Buch verschlammt, ihr habt mich gefunden, das ist meine Chance. Die werden wir nur nutzen. Rück mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten, gebt auf dem Boden der Sandflug ein. Der Treasure Trove kauft den Code BLUEX ein. Danke, Meister Cheeto. Und in der Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt, findet sie. Okay. Yeah. So, und das war's auch schon, was wir machen könnten. Hätte ich das später nochmal machen müssen. Das wäre blöd. Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Haus. Bei dir zu Hause, da stinkt's nach Eiern. Mit dir kann man nicht mal eine Pyjama-Party feiern. Okay, war nicht so gut, aber was soll's. Muss wieder bessere ausdenken. Tja. Egal. Komm schon, lauf, mein kleines Krokodil. Hoffentlich kommt nicht Crocodile Dundee und tötet uns. Mumbo, mach mich gleich aus. Oh. Mumbo, mach mich gleich aus. Ja. Aha. Sauber alle. Das ist sehr interessant, Mumbo. Also wir hören dir wirklich alle zu. Und weil es ja vor allem so interessant ist, also... Ah, oh, ne, nicht du wieder, ich bin wieder weg.
Schlimm, hässlich. Jetzt habe ich Kopfkino. Nein, Kopfkino ist schwul. Nein, das ist auch nicht. Egal. So. Mal schnell laufen, laufen, laufen. Ey, guck mal, die ist so selbstverliebt, Grundhilda. Also, die hat überall Bilder von sich hängen und eine riesige Statue und... Boah, ganz im Ernst, ey, schlimm. Und Jump und... Okay, das funktioniert so nicht. Den überspringen wir jetzt einfach. Ich habe keine Lust, gegen den jetzt irgendwas zu machen. So, wir brauchen 260 Noten und wir haben 400. Ich glaube, das sollte reichen. Yeah. Und diesmal schon so wüstenmäßig so Zeugs. Und dafür mache ich jetzt einfach mal das hier. Bats! Oh, falsch. Oh, upsala. Dann mache ich da hinten gleich mal Bats. So, jetzt mache ich hier so Bats. Für kaputt. Denn hier ist erstmal so ein Lötmann, der ein bisschen stärker ist als die Roten. Und jetzt mache ich das hier. Und jetzt kommt da dieser Fuß. Ja, der Fuß. Der mächtige Fuß von Godzilla. Ich darf hier stehen bleiben, denn wenn das kommt, muss ich einen Jump machen. Yeah! Und rein da. Denn wenn wir da reinspringen, kommen wir da wieder raus und holen das Puzzleteil, das wir ja mit dem Hexenschalter holen können. Duha. Okay, dann haben wir die Hexenschalter auch schon mal ausgenutzt und haben damit die Sumpfwelt wirklich komplett abgeschlossen. So, jetzt wieder da hoch. Jump! Wieder da hoch. So, und jetzt schnell so machen. Das geht ja, wie ihr wisst, schneller. Jump. Und schneller lang. Denn das ist die Wüstenwelt, die habe ich noch nicht freigeschaltet, wie ihr ja wisst. Und dafür... die mache ich auch nicht. Erstmal hier die steht übrigens da. Die mache ich erstmal nicht, die Eiswelt. Aber was ich schon mal machen kann, ist erstens das Loch hier freipuppen. So. Dann aktiviere ich den Kessel da hinten. So, perfekt. Jetzt wieder bla bla bla, zwei in der gleichen Farbe. Wir haben ihn gefunden. Hurra. Das ist nämlich der da, den ich am Anfang vergessen habe. So. Hallo, die Abkürzung ist erspart. Viel Lauferei, ab in den Kessel. Nö. Und jetzt, bevor ich noch was anderes dämliches tue, springe ich nämlich erstmal so ein bisschen hier lang. Kann ich die Tür auch schon öffnen? Nee, noch nicht, dafür brauche ich noch 50 Noten. Aber Jump und Jump und Jump und Jump. Und jetzt muss ich hier in dem Auto was freipuppen. So, dann ist nämlich noch eine Abkürzung. Okay, doch nicht. Aber wenigstens habe ich das schon mal gemacht. Jetzt. Wow. Und ohne groß Tralala gehen wir diesen ekligen, riesigen Hexenkopf hier rein, der Grundtiller, glaube ich, darstellen soll. Diesen lächerlichen Strauß geht sich ja bald die Puste aus. Ich werde zusammenschlagen wie Mike Tyson und dir eines deiner fetten Ohren abbeißen. So, das war doch mal gut, oder? Okay, Wüstenwelt. Die mache ich nämlich zuerst. Eine schöne Welt, finde ich. Ach, meine Musik ist toll. Und man trifft auch einen Charakter, der nochmal später, ja, Gobis Villay. Und diesen Gobi, den werden wir gleich finden. Also, jetzt gleich, aber später. Und das finde ich witzig, weil nerven wir wirklich nicht nur in dem Spiel, auch noch in dem danach. Und ich finde das einfach toll. Das ist so witzig. So. So, und jetzt schnell wieder zurück. Und ein großes Tralala. Tralala. Tralalala. Tralalala. Weil ich keine Lust habe, mir diese blöden Schuhe zu holen, springe ich da einfach und tue mir dabei weh und bleib dann vor der Wüstenwelt stehen, weil dieser Sand, da sind irgendwie Sandwürmer oder so drin. Und... Uhu! Nur wir Sandale können am heißen Sand überleben. Ist gut zu wissen. Okay, aber ganz im Ernst. Hier beende ich den Part und sage Tschüss.